Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der du Grundkenntnisse zu Word 2016 bekommst, damit du dann auch eine vorwissenschaftliche Arbeit, VWA, Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben kannst. Und hier im 25. Video geht es darum, wie kann ich jetzt hier ein Titelblatt einfügen? Ich kann hier mal mir überlegen, was ich natürlich auf das Titelblatt schreibe. Ich habe hier einfach einen Titel übernommen, der gibt eines Buches der Gebrüder Grimm, und daraus möchte ich jetzt dann ein Titelblatt machen. Das Titelblatt zeichnet sich durch dadurch aus, dass es die erste Seite ist. Das heißt, den Rest muss ich auf eine andere Seite bringen. Das mache ich hier mit einem sogenannten Seitenumbruch. Ich gehe hier auf Layout, Umbrüche, und wähle hier dann einen nächsten Abschnitt aus. Der befindet sich dann auf der nächsten Seite. Und somit habe ich dann hier dementsprechend dann den Text, den ich da haben möchte. Und als nächstes kann ich dann dazu übergehen, dass ich dazu übergehe, diesen Bereich hier mit einer eigenen Formatvorlage zu formatieren. Das heißt, ich gehe her, markiere das Ganze. Was eine Formatvorlage ist, habe ich in einem vorgehenden Video schon beschrieben. Gehe hier beim Register Start hier hinein und suche mir dann die entsprechende Formatvorlage. Da wäre schon eine mit Titel zum Beispiel. Das wird dann ein sehr großes Titelblatt. Es geht dann über zwei Seiten, also ich bin nicht ganz zufrieden mit der Schriftgröße. Ich mache das also nicht jetzt hier, indem ich dann daher gehe, sondern verändere direkt hier diese Formatvorlage. Also rechte Maustaste ändern und stelle hier eine kleinere Schriftgröße ein. Nehme jetzt hier zum Beispiel 20 so als Standardschriftart. Klicke hier jetzt auf OK und schon wird hier alles etwas kleiner und alles ist jetzt in dem Fall hier auf einer ersten Seite. Ich könnte jetzt auch dazu übergehen, dass ich sage, okay, das was da ist zum Beispiel, in dieser Formatvorlage möchte ich, dass es zentriert ist. Gehe nochmal herein, verändere nochmal hier dieses Titelbild und verändere die Formatvorlage für Titel hier auf zentriert. Und schon verändert sich alles, was dann hier so gemacht wurde, in dieser Art und Weise. Wenn mir das nicht gefällt, aber es in der Regel wird das sein, was dich erwartet, dann kann ich was anderes machen. Ich kann nämlich hergehen und gehe auf Einfügen, kann hier ein eigenes Deckblatt einfügen. Da gibt es im Word eine eigene Möglichkeit. Und dann kann ich hier aus mehreren Unterlagen einmal schauen, zum Beispiel hier Facett, und habe dann hier ein eigenes Titelbild. Das wird sogar hier auf eine eigene Seite umgebrochen und könnte das dementsprechend dann auch so dann verwenden. Ja, soweit meine Hinweise. Mit dem dringenden Hinweis, Deckblatt, da wäre ich so vorsichtig, es so zu machen. Besser wäre wahrscheinlich die erste Variante, die ich da vorhin dir gerade gezeigt habe. Danke für die Aufmerksamkeit.